Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 592. Folge von Dragons Aufstieg beim Berg. Heute kriegen wir erstmal 1000 Bernstein. Damit können wir heute, ich glaube, sogar schon fast dreimal tauschen, oder? Weil wir hatten gestern auf jeden Fall nochmal 1000 und da könnte es heute vielleicht sogar reichen, um drei Bernsteine mit einmal zu traden. Dann haben wir einen neuen Spießenlauf, einen Überlebensspießenlauf. Aber die Belohnung am Ende, ja, kann man mitnehmen, ist jetzt aber nie so übermäßig gut. Machen wir später vielleicht mal. Mal schauen. Erstmal würde ich Unizam wieder losschicken. Haben wir einfach mal die Runen auf Garantie. Dann können wir hier einmal das hier auf Garantie. Nee, können wir nicht. Doch können wir. Kriegen wir hin. Wir haben nämlich doch genug. Hier und hier haben wir auch nochmal was. So, kannst du wieder los. Und damit haben wir genug. Damit können wir uns das auf Garantie kaufen. Weil da ist halt dann die Chance am höchsten, so das Zeug zu kriegen, was dann gut ist. Wenn man halt alles kauft. So, Holz können wir schon mal alles einsammeln. So, dann können wir hier einmal die Jahreszeitenstatue einsammeln. Kriegen jetzt nochmal ein Sammlungsstück. Was auch gut ist, weil wir es auf jeden Fall so auch gebrauchen können. Und dann würde ich sagen, machen wir hier mit Raffrenner weiter. Der Kollege ist heute dran. Würde ich heute auf Max Level machen, wird jetzt noch nicht ganz reichen. Da müssen wir dann wahrscheinlich... Ja, das können wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir das im Spießenlauf gemacht haben. Ich denke mal, erst dann wird es funktionieren. Vorher werden wir noch nicht genug zusammenbekommen. Weil der Fisch nicht ganz reichen wird jetzt. Genau. Ja. Da fehlen uns noch 50 Millionen. Aber gut, das kriegt man noch hin. Hier oben war jetzt nichts soweit. Gut, schauen wir noch mal. Wie sieht es denn bei dir aus, Erit? Na, noch nicht ganz. Uns fehlen noch knapp 300. Aber wir haben ja hier noch ein paar legendäre Kollegen. So, einmal wieder los. Dann haben wir noch... Ja, den Grüntod und den Immerflügler. Gehen wir erstmal zum Immerflügler. So, kannst du auch wieder los. Und dann gehen wir noch hier rüber zu unserem grünen Tod. Wunderbar. Einmal einsammeln, nochmal 150 dazu. Also haben wir locker drin. Dann können wir sogar noch Muffel losschicken. Und einmal jetzt. Und dann gratis. Let's go. Wie sieht es denn sonst aus? Den hier wollten wir gestern füttern. Würde ich jetzt aber nicht machen. Ich würde jetzt erstmal auf Raffrenner gehen. Das ist ja wirklich jetzt nach 120, 124, 112 so rum. 112 erreicht und dann. Genau, das war der Fisch, der uns gefehlt hat. Du kannst auch noch los. Okay. Da haben wir ja jetzt alle losgeschickt zum Fisch. So, da kann Erit erstmal wieder los. Und zwar hier, los geht's. Drei Stück. Wunderbar. Machst du das? Dann würde ich sagen, öffnen wir einmal das Gratispaket Nummer 1. Vielleicht bekommen wir aus dem Gratispaket insgesamt genug, aber dann müssen wir schon sehr viel Glück haben. Da brauchen wir gerade pro Gratispaket um die 20 Millionen. Okay, das ist schon mal gut, Raffrenner. Nee, das ist auf jeden Fall zu wenig Fisch gewesen. Gut, gehen wir hier raus. Gehen, gucken wir mal, haben wir hier noch? Na, nee, das ist auch nur Holz hier. Was ist das hier? Nichts, okay. Heißt Unizan irgendwie was Neues drin? Nö, nichts Besonderes wieder mal. Okay. Öffnen wir erstmal das zweite Gratispaket. Let's go. Und da haben wir das zweite Gratispaket. Und das bringt uns einmal nochmal ein bisschen Fisch. Aber es reicht halt nicht. Jetzt sind es wirklich nicht mehr viel. Das sind 16 Millionen, ich glaube noch. Oder ungefähr, müsste hinkommen. Genau, hier haben wir nochmal 3 Millionen. Das sind nur 14 oder so. Na gut, schicken wir erstmal unsere Reisekollegen wieder los. So, hier haben wir ein Gradpaket drin. Okay, kannst wieder los. Wie sieht es denn eigentlich mit dem hier aus? Ne, das hier geht noch... Ach, das geht noch eine Stunde. Na dann, ist das ja entspannt. Ich dachte, das ist jetzt gleich vorbei, weil in einer Minute ist es 16 Uhr. Aber nee, ist nicht vorbei. Das ist gut. So, schauen wir mal, was wir hier bekommen. Es gibt einmal Bernstein. Naja, gut, das ist jetzt nie übermäßig. Ich hätte mich über das Ei gefreut. Zahnmeister haben wir nämlich noch nicht. Wäre ein neuer Tag gewesen. So, einmal für 6 Runden wieder los. Und dann haben wir hier noch Kotz und Wirk und Fleischklops. Da gehen wir auch einmal wieder auf weiter. Dann seit ein Nachtschatten, genau. Und nee, jetzt nicht. Wie schon gesagt, erstmal noch ein bisschen ranholen. Und wie sieht es hier aus? Hier auch einmal wieder weiter Nachtschatten und gratis. Let's go. So, dann gehen wir einmal auf das hier und können hier einmal alles einsammeln. Ja, ihr seht, es reicht nicht. Es wird nicht reichen heute. Und das wird die nächsten Tage, denke ich mal. Also, wobei doch morgen. Morgen wird es dann reichen. Morgen werden wir dann wahrscheinlich die nächste Belohnung kriegen. Das sind hier 500. Davon können wir uns dann hier den Kollegen kaufen. Und dann haben wir die Hoffnung, dass wir vielleicht diese Season doch noch einen von den Kollegen ziehen. 4% Chance, wie schon gesagt. Ja, ich hätte halt schon gerne Malstrom. Jetzt ist klar, er sammelt jetzt nicht übermäßig gut, aber sieht halt relativ gut aus.
Ansonsten, der Kollege hier sammelt auch richtig gut, garstiger Brüller. Ja, im Grunde der Jägerin ist jetzt nicht so, dass, also, nee, ne, braucht man nicht unbedingt. Gut, gehen wir auf Event, gehen wir hier rein, haben jetzt noch, wie schon gesagt, knapp eine Stunde Zeit. Würde ich sagen, gehen wir in den Kampf, wir müssen ja nur noch den Kampf gewinnen und dann haben wir ja schon gewonnen, wie es schon gesagt ist, ne? Und let's go, wir gehen zuallererst einmal auf den Kollegen. Holen uns den erstmal weg und zwar machen wir das, wie machen wir es denn am schlauesten? Ich würde sagen, zwei Attacke vom Sturmschneid. Ja, wobei, ja, doch, doch, doch. Zwei Attacke Sturmschneid, dann wieder normal angreifen, wunderbar. Jetzt sind die erstmal dran, da können sie ruhig machen. So, und wir gehen jetzt. Schlecht. Angriff, normal, dann hier nochmal normal. Jetzt die Zweierattacke vom Skrill auf den Kollegen. Und dann kommst du dran, du machst das, kannst du gerne machen, dann greifen wir wieder normal an. Gehen auf die Heilungsattacke. Ansonsten wird das nämlich hier gerade ein ganz schönes, knappes Spiel mit Knochenräuber und Sturmschneid. So, einmal heilen, wunderbar. Und dann machst du das. Na, Mann! Das ist nicht gut, wenn die ganze Zeit nur auf den Knochenräuber gehen, weil er hat schon wieder extrem wenig Leben. Jetzt kommt der Gradnader gleich nochmal dran. Wenn er jetzt wieder die zwei Attacke raus hat, dann wird es echt mies. Aber gut, schauen wir mal. Nochmal heilen hier. Und hier Angriff. Und der ist weg, okay. Und jetzt holen wir uns den verteidigenden Sturmschneid. Gehen wir nochmal normal rein. Nochmal normal. So, dann noch einmal mit dem... Ja, wir... Nee, oder? Nee, wir machen das hier. So, dann haben wir nämlich den weg. Kommt damit in die nächste Welle. Können in der nächsten Welle gleich zum Anfang schon eine gute Attacke einsetzen. Und zwar mit unserem Sturmschneid. Müssen wir noch gucken, wenn der als zweites dran kommt. Können wir dem erstmal Schwäche geben. So. Da kann er nämlich nichts übermäßig Gutes machen. So, jetzt machst du den und den. Okay, das ist schön und gut. Dann gehen wir auf die Heilung. Greifen ihn noch einmal normal an. Und damit haben wir ihn fast weg. Es reicht nicht ganz, aber wir kriegen ihn mit dem Skrill auf jeden Fall weg. Mit dem Skrill haben wir weg. Wunderbar. Gehen jetzt auf den tödlichen Nadder. Du machst nochmal... Da, gut. Das wird dann knapp werden. Greifen wir erstmal den an. Holen uns erstmal den weg. Und den tödlichen Nadder können wir uns im Endeffekt dann halt auch noch mit unserem Sturmschnitt und Skrill immer abwechseln hin und her. Falls unser Knochenräuber das nicht überleben sollte bis dahin. Gut, es ist jetzt... ja, da war er weg. Ist ja nicht... Also es kann ja wohl sein, dass es überlebt. Mal schauen. So... Dann greifen wir hier nochmal. Wir greifen einfach normal an. Gehen auf die Vierer-Attacke vom Sturmschneid. Und dann sollte das, denke ich mal, soweit reichen. So. Jetzt gehen wir auf den Kollegen. Ist auch der letzte. Ist ja kein anderer mehr übrig. Ist auch der Boss. Aber ich denke mal, den sollten wir wegkriegen, ohne irgendwie groß Schaden zu nehmen. So, einmal Schwäche geben. Dann kommst du nochmal dran. Du gehst auf den. Okay, kannst du gerne machen. Greifen wir nochmal normal an. Geben hier nochmal Schwäche. Und dann gehst du... Aha. Dann machen wir das nochmal. Gehen nochmal auf die Zweierattacke vom Sturmschneid. So. Und... Ja gut. Das ist jetzt schlecht. Okay. Du machst das. Schön und gut. Dann einmal angreifen und der Kollege ist weg. Wunderbar, haben wir gewonnen. So, da haben wir hier unsere zwei Glücksräder. Und wir kriegen hier zuallererst einmal ein Rekrutenpaket. Okay. Und dann kriegen wir am nächsten Glücksrad. Und hier kriegen wir Holz. Sehr schön. Einmal Holz. Wunderbar. Und dann sammeln wir noch das Paket ein. Und dann haben wir den Spießenlauf auch schon geschafft. Gut, war jetzt wirklich kein langer Spießenlauf. Also war ja klar, dass man den eigentlich hinkriegt. Denke ich mal. Ist ja manchmal bei den Dingern so... Zeitmangel, teilweise, würde ich sagen. Einmal einsammeln und es reicht immer noch nicht. Warum schicke ich den eigentlich nicht los? Es wäre effektiv, oder? Also würde ja Sinn ergeben, den loszuschicken. So. Wir kriegen den heute noch hoch. Hier haben wir, genau, hier haben wir noch ein Markenpaket, okay. Ein Markenpaket, let's go. Kronkel, Knochenräuber, okay, nichts Besonderes. Leider kein Skrill, den brauchen wir nämlich zurzeit eigentlich, damit es mal hier ein bisschen vorangeht. Aber gut, dann halt nicht, ne? Gehen wir in den Kampf rein. Ist wieder ein Überlebensspießenlauf. Drei Kämpfe, so wie man es kennt. Nichts übermäßig Schlimmes. Haben sechs Gegner, das wissen wir ja auch. Und gehen zuallererst einmal auf den... Och nee, nicht schon wieder so einer. Ey, ganz ehrlich. Wenn ich hier schon wieder sehe, exotischer flüsterner Tod. Da weiß ich da schon wieder.
das wird richtig schwierig werden. Weil der Typ, wenn der halt so lange überlebt und mit 3 Aktionspunkten drankommt, dann kannst du dich schon mal von eben Drachen wahrscheinlich verabschieden. So, einmal das hier, damit ist der weg, wunderbar. Zweite Welle, gehen wir mit der 2-Attacke vom Sturmschnatt auf den Kollegen. So, greifen nochmal mit dem Knochenräuber normal an. Und gehen jetzt auf den Kollegen, wunderbar. Jetzt haben wir uns noch den hier drüben, da kriegen wir einmal die Schwäche, greifen noch einmal normal an. Und dann holen wir uns den weg. Genau. Wunderbar, dritte Welle. Ah, noch nicht ganz die Hälfte. Jetzt wird es ja erst richtig lustig gleich. Wenn dann schon hier drei Gegner gleich sind. Ich bin mal gespannt, wer der dritte ist. Also wenn es ein zweiter exotischer Flüsterer tot ist, dann wird es richtig... Nee, dann wird es richtig schwierig. Aber mal schauen. Schauen wir mal. Dauert noch kurz. Erstmal müssen wir uns noch den hier holen. Wunderbar. Jetzt geben wir die Schwäche vom Sturmschnitt auf den Kollegen. Greifen wir noch einmal an, aber geben uns dabei Stärke. Sorry. Und dann haben wir den. Wunderbar. Nächste Welle. Und ja, es ist ein Regenschneider. Danke. Vielen Dank, das ist wirklich gut. Weil ansonsten hätte das jetzt echt schwierig werden können. Aber so sollte es, denke ich mal, noch gehen. So, du gehst auf den nochmal mit. Okay, uncool. Gehen wir auf die Heilungsattacke. Vorher nochmal Schwäche mit unserem Skrill auf den Kollegen. So, jetzt einmal heilen. Wunderbar, da haben wir Nummer 1 auch schon weg. Nummer 2 wird jetzt der Regenschneider sein. Und dann als letztes holen wir uns den Knochenräuber. So, hier. Gut, der macht hier ein bisschen mehr Schaden. Dann gehen wir so rum. Dann einmal so. Und jetzt geben wir uns nochmal Stärke auf den Kollegen. Wunderbar. Und du gehst auf Knochenräuber. Okay. Einmal normal, dann einmal die Heilungsattacke. Und ja, und jetzt verbrauchen wir einmal Stärke. Das ist uncool. Das ist echt blöd, aber naja gut. Sind wir in der nächsten Welle, ist die vorletzte. Jetzt wird es richtig interessant werden, weil jetzt müssen wir uns wirklich auf diesen Riesen, auf den, ja, Riesen exotischer flüsternder Tod, kann man sagen, so, ne? Stimmt schon. Ah, müssen wir machen. Also, ich weiß nicht, ob es überlebt hätte. Hätte echt knapp werden können. Gut, gehen wir einmal auf den. Dann auf die Heilungsattacke. Und jetzt ist er wieder dran. Geht dahin. Okay, dann machen wir das einmal so. Holen uns jetzt noch den Regenschneider komplett weg. Und zwar einmal noch so hier. Und dann einmal die Zweierattacke. Wunderbar. Und jetzt holen wir uns noch den Knochenräuber da auch nochmal normal. Und jetzt nochmal die Dreierattacke. Das sollte guten Schaden machen. Genau. Wieder normal. Und weg ist er. Wunderbar. Letzte Welle. Und der exotische Flüsterntod ist auch wieder etwas kleiner geworden. So, weg mit dir. Dann einmal mit dem Knochenräuber normal. Und dann die Viererattacke vom Sturmschneid. Ja, das wird aber ein knappes Spiel. Also der hätte weg sein können, der Knochenräuber. Einmal normal. Einmal die Heilungsattacke. Jetzt bisschen bisschen Leben auf dem Knochenräuber ist gut. Das ist gut, das ist gut. So, jetzt greifst du wieder den Kollex. Nee, noch nicht, okay. Dann holen wir dich weg. Na, noch nicht ganz. Aber gleich. Gut. Ah, okay. Uncool. Einmal hier. Dann einmal die Heilungsattacke. Da holen wir uns diesmal zuerst den Knochenräuber. Können wir auch kleiner mal vielleicht Schwäche geben mit unserem... Ja, machen wir so. Da haben wir den nämlich weg. Oder? Ja, haben wir. Ja, gut. Und jetzt holen wir uns noch den Regenschneider. Da wieder einmal normal. Dann wieder einmal die Schwäche vom Sturmschneid. Und dann nochmal normal mit dem Skrill. Und dann müsste es, denke ich mal, fast ausreichen. Ja, wunderbar. Haben wir gewonnen. Sehr, sehr nice. Erster Kampf ist geschafft. So, dann drehen wir einmal am Glücksrad und wir bekommen einmal eine Frucht der Weißen. Ja, kann man auf jeden Fall gebrauchen. Haben wir ja vorher noch wieder eine verbraucht. Das ist ganz gut. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier kriegen wir Holz. Haben wir schon gesehen. Wunderbar. 187 Millionen Holz. Sehr schön. Hier nochmal das Paket einsammeln. So. Und ja. Ja, kann man mitnehmen. Sehr schön. Dann gehen wir einmal hier raus
Und an der Stelle würde ich sagen, wäre es auch schon wieder mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir können jetzt zum Abschluss natürlich noch Raffrenner auf Level 112 machen. Der nächste Drache, den wir einfach jetzt auf Max Level haben. Also was unser Level angeht. Und ja. Vom Aussehen her hat sich jetzt nicht viel geändert. Sammelt fast 20 Millionen. 5,5 Stunden ist gut. Los geht der Hase. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao, ciao, Leute.